Auf wie geht's, den Regenwolken entgegen. Was nicht schwer ist, hier sind Regenwolken in jeder Richtung. Wir fahren ins beschauliche Rauschenberg zu SW Motech. Die haben heute Open Doors, glaube ich nennen sie es, mit Führungen, Events. Und da ich ein paar Taschen von denen habe und eigentlich ganz zufrieden mit denen bin, habe ich da mal einfach angerufen und gefragt, ob ich vorbeikommen darf. Meinte, oh klar, vorausgesetzt, ich komme da hin, denn es ist arschkalt. Wie üblich ist das Wetter in Kassel, scheiße. Und dementsprechend habe ich mich ziemlich warm eingepackt, habe den Regenkombi mit, deswegen ist auch erklärt, dass das Ding so voll ist. Bei dem Wetter, Autobahn, naja, ne, ist nicht so das Spannendste. Wir sehen uns, sobald ich die Autobahn wieder verlassen habe. Tschö, tschö. Das war die Autobahn. Feucht, fliegenreich, unheimlich windig. Oh, Pferde. Naja, irgendwer muss ja den Geruch auch produzieren. Doch, jetzt geht's. Moin Jungs. Also langsam fange ich an zu frieren. Ja, ich weiß, ich bin eine Mimose. Da sieht es so aus, als ob es regnen würde. Scheiße. Da ist doch viel schöner. Ich würde auch sagen, der Wind kommt von da. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Freilandeier. Hallo Hühner. Solche Hühner, gleich denen geht's gut. Oh, und Schafe. Ich mag Schafe. Ich nehme mal an, weiter hier. Oh, Trecker dürfen überholt werden, Autos nicht. Was ist das für ein Scheiß? Manu. Hey, unfreundlich, der hat mich gegrüßt. Dö, 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 dö. Ich weiß, war fürchterlich schief. Oh, die Heuballen im Glashaus. Ja, eigentlich eine gute Idee, da trocknen sie durch. Hui, 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 hui. Alter, du hast doch auch irgendwie den Arsch offen. Der fährt aber auch. Kein Sicherheitsabstand, nix dergleichen. Oh, ein nettes Dörfchen. Hat so was Mittelalterliches. Tausend Leos Jause. Na, ein andermal. Weil Hunger habe ich schon. Na ja, gut, ich habe auch das letzte Mal heute Morgen um 8 was gegessen. Was kommt davon, wenn man vor dem Wochenende nicht einkauft, ne? Immerhin, es wird langsam heller. Eine freie Tanke unterstütze ich doch gerne. So, Visier zu. Tank voll. Und weiter geht's. Kein Stress, kleines Autochen. Ich überhole erst, wenn ich gut einsehen kann. Sonne! Sonne! Und Dreck auf der Straße! Und wieder langsam fahren, es könnte jemand abbiegen. Schau an! Aufs Stichwort. Aber hier grüßen die Leute, das ist schön, das ist echt schön. Und hier geht's viel besser. Alles schön, hier ist echt so zeitversunken, gibt noch so schöne alte Herrenhäuser oder Gutshöfe, wie auch immer. Und danke sehr, Jungs.
Das war's hier, war sehr schön. Schön viele Bikes zum Angucken. Und ab nach Hause geht's. Hier ist es echt wirklich wie so ein Volksfest. Aber echt süß. Kann ich nur empfehlen. Man hat ein bisschen was von den Produktionsstätten gesehen. Von den Fräsungen. Die machen ja nicht nur Taschen. Die sind ja generell im Zubehör- und Zuliefererbereich tätig. Ich verlinke auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Guckt es euch mal an. Gab lecker Essen und Getränke. Gab jede Menge Teile von SW Motec. Ich hatte einen Lagerverkauf. Man konnte sich die Produktionsstätten angucken. Es gab was für Kinder. Die durften kurz fahren. Und der Feuerwehr des Ortes beim Löschen helfen. Ducati war da, Honda, Suzuki, Yamaha, Zero. Wem das nicht sagt, Zero ist ein Elektromotorradhersteller. Eine Band war da, gab Reisevorträge von Overcross. Und vornehmlich habe ich natürlich wieder Fliegen auf dem Visier. Wie mir die drei Jungs erzählt haben, gibt es hier ein paar schöne Strecken. Jungs, falls ihr das seht, viel Erfolg beim Motorradlappen. Und bis dahin, passt auf euch auf und übertreibt's nicht. Riecht wie ausgeleckter Aschenbecher. Regnet? Also, liebe Autofahrer, bitte nicht Scheibenwischwasser spritzen, wenn ein Motorradfahrer hinter euch ist. Im Gegensatz zum Auto haben wir nämlich keine Scheibenwischer am Visier. Und jetzt regnet's. Nein, gar nicht. Der hat Scheibenwischer benutzt. Das riecht man. Vollpfosten. Aha, hier versteckt die Bundeswehr ihre Nuklearwaffen. Schön. Wie immer war es mir eine Ehre. Gehabt euch wohl. Fahrt vorsichtig. Und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.